Schönen guten Samstagabend und willkommen wieder einmal bei P9 Live, wie immer aus der Pflugstraße P9 aus der Piratenzentrale. Heute mit Henriette Stoll, die uns ihren Antrag zum Thema Einkommensteuer vorstellen wird, und Michael Ebner, der ein bisschen mit ihr diskutieren möchte. Mein Name ist Hartmut Semken und es geht um den Antrag, der im Piratenwiki unter PA 253 jetzt auch für den kommenden Parteitag in Bochum gestellt werden soll. Antragstitel: Sockeleinkommen aus Einkommensteuer. Und Hetti, erzähl uns doch mal, worum es da geht. Also es geht eigentlich um eine relativ große Einkommensteuerreform, die drei, genauer gesagt vier größere Reformschritte in einer einzigen Reform zusammenpackt. Und im Ergebnis ist die große Reform einfacher als ein Reformschritt einzeln. Ich zähle mal die Reformschritte auf. Also das sind Abschaffung des Ehegattensplitting und Ersetzen durch einen Grundfreibetrag, einen Personenfreibetrag für jede Person, eine Umstellung der Krankenversicherung auf Steuerfinanzierung indirekt, also die Krankenversicherungsbeiträge werden nicht mehr vom zu versteuernden Einkommen abgezogen, sondern von der Steuerlast. Jetzt bin ich durcheinander. Abschaffung von Ausnahmeregelungen und natürlich, genau, der Titel sagt es, die Einführung von einem Sockeleinkommen. Das sind die vier wesentlichen Schritte, die in einer Reform umgesetzt werden sollen. Sockeleinkommen bedeutet genau was? Das Sockeleinkommen bedeutet ein nicht auskömmliches Grundeinkommen. Also es geht darum, eine Basis zu haben, die es den Bürgern erleichtert, ein Einkommen selbst zu erwirtschaften, das auskömmlich ist. Aber selber ist das Sockeleinkommen nicht auskömmlich. Also Sockeleinkommen ist in Abgrenzung zum Grundeinkommen eben ein nicht auskömmliches Grundeinkommen. Okay. Beim Grundeinkommen denkt sofort jeder daran, dass dort Geld ausgezahlt wird an Personen. Ist das in diesem Modell auch der Fall? Genau. Das Geld wird auch, genauso wie bei den meisten Grundeinkommensmodellen vorgesehen, bedingungslos ausgezahlt. Das heißt, es werden für dieses Sockeleinkommen keine Gegenleistungen erwartet. Muss ich den Michael mal fragen, du hattest im Vorfeld der Sendung gesagt, du hast da noch ein paar Fragen, schieß los. Ja, ein paar Fragen, ein bisschen Kritik, wobei ich das auch ein bisschen trennen möchte zwischen der Idee, die da dahinter steckt, und der Antrag, der daraus dann geworden ist. Zunächst einmal, der Antrag reicht mir doch mal rum. Wenn ich da lese, ein allgemein verständliches Steuersystem, ja, sehr schönes Ziel. Wenn ich mir diesen Antrag hier durchschaue, wenn ich hier diese Formel und so weiter, dann bin ich erstmal relativ ratlos, was die ganze Geschichte wird, in welchen Größenordnungen sich das bewegt. Es ist für meine Begriffe jetzt auch schwer nachzuvollziehen. Oben steht mal was von einem Grundfreibetrag, unten von einem Familienfreibetrag. Ist das dasselbe? Ist das was anderes? Dann haben wir hier ein paar Größen, also den Grundfreibetrag, das Existenzminimum und die Grenzabgabe. Das sind im Prinzip so die drei Parameter, an denen zu spielen ist. Und dort sind teilweise, und halt, es gibt noch einen Skalierungsfaktor, das gibt es auch noch. Also vier Parameter, an denen man spielen kann. Wobei für zwei, der Skalierungsfaktor, haben wir eine relativ große Bandbreite, 0,3 bis 0,8. Für die Grenzabgabe 55 bis 60%. Grundfreibetrag und Existenzminimum ist jetzt nicht weiter definiert. Existenzminimum hätte ich jetzt mal angenommen, wird das derzeitige steuerliche Existenzminimum hergenommen. Stimmst du mir da soweit zu? Ja, genau. Wie groß der Grundfreibetrag ist, finde ich jetzt erstmal gar nicht. Und von daher ist es für mich jetzt erstmal sehr schwer nachzuvollziehen, was wird das überhaupt? Es soll mehr Geld reinkommen, das liest man raus, weil es soll ja was umverteilt werden. Das grenzt schon einmal ein bisschen den Spielraum ein, wie man die Parameter da setzen kann. Aber das wird da nur teilweise klarer, was aus der Geschichte dann werden soll.
Gut, dann will ich die Formel mal ein bisschen erläutern. Also wir gehen gleich in die technische Debatte. Das Ganze ist ein bisschen so aufgebaut wie Grundeinkommen plus Flat Tax. Nur weil es mit der Finanzierung nicht hinkommt, ist das Grundeinkommen eben so gering, dass es nicht auskömmlich ist. Deshalb auch keine Flat Tax, sondern eine asymptotische Formel, die gegen Grenzsteuersatz geht, sodass quasi die Flat Tax nochmal abgemildert ist und im unteren Einkommensbereich langsam steigt. Der Faktor F mal Existenzminimum, der bestimmt die Steigung, wie schnell das gegen den Grenzsteuersatz steigt, also wie schnell das die Flat Tax erreicht, in Anführungsstrichle. Das Existenzminimum ist in der Formel, weil es gleichzeitig ein Faktor gegen die kalte Progression ist. Das wächst, also man könnte natürlich F mal Existenzminimum insgesamt als ein Faktor darstellen. Ich habe das Existenzminimum eingebaut, damit die Problematik der kalten Progression in der Zukunft gleich mitbehoben ist, so als Nebenbaustelle. Der Grundfreibetrag oben im Zähler der Formel, der stellt das kumulierte Existenzminimum dar, also das aller anrechenbaren Familienmitglieder, je nachdem, ob das übertragen wird oder nicht. Für jedes Familienmitglied gibt es einen Freibetrag, Existenzminimum des Existenzminimums, und aber nur einer darf es nutzen. Also wenn beide Steuern zahlen, dann kann man das übertragen auf einer, es kann aber nur einer nutzen jeweils, also sodass für jeden in einem Steuerfall, es gibt ja kein Ehegattensplitting mehr, also entweder der Familienvater oder Ehemann hat die Freibeträge von der ganzen Familie, wenn er mehr verdient, oder jeder hat seinen eigenen Freibetrag, das ist nach besser Rechnung dann. Okay, da müssen wir jetzt ein paar Dinge erstmal sortieren. Kalte Progression hast du erwähnt, da müssen wir kurz drüber reden, denn möglicherweise können nicht alle Zuschauer sofort was damit anfangen, wo davon die Rede ist. Magst du das kurz erklären? Kann ich auch tun. Wir haben ja derzeit einen progressiven Steuersatz. Das heißt, je mehr ich verdiene, desto mehr zahle ich nicht nur absolut gesehen Steuern, sondern auch die prozentuale Belastung steigt immer weiter an. Wir steigen, glaube ich, bei irgendwas in der Größenordnung 15% ein, und das steigt dann nominell hoch bis 42%. Dann kommt noch ein Aufschlag drauf von 3% als sogenannte Reichensteuer. Das heißt, faktisch haben wir eine Progression hoch bis 45%. Und da müssen wir kurz einhaken. Und das ist im neuen Modell ja grundsätzlich erstmal nicht anders. Auch da geht es bei einem niedrigen Steuersatz los und strebt dann einem Grenzsteuersatz zu. Das heißt, mit steigendem Einkommen steigt auch der Steuersatz. Genau, mit steigendem Einkommen steigt der Steuersatz, aber der Steuersatz steigt dann ein ganzes Stück mehr als heute, weil im Grunde genommen die Krankenversicherungsbeiträge auf den Steuersatz draufgeschlagen werden. Sie werden nicht runtergerechnet, sodass bis zur Beitragsbemessungsgrenze der Bürger die Belastung kaum verändert ist, aber ab der Beitragsbemessungsgrenze ist der Steuersatz dann entsprechend höher, um den Krankenversicherungsbeitrag. Okay, aber grundsätzlich erstmal, wir haben einen steigenden Steuersatz, eine Progression wie bisher. Was ist jetzt das Kalte an der kalten Progression? Jetzt bin ich schon wieder abgekommen. Ja, das macht ja nichts. Das Kalte an der kalten Progression ist, wir haben ja Inflation. Das heißt, jedes Jahr steigen so ein bisschen, im Moment ist es sehr, sehr gering, aber wir hatten auch schon mal 3-4%, steigen die Löhne, steigen die Lebenshaltungskosten, ändert sich eigentlich an der Einkommenssituation real in Kaufkraft der Leute nichts, aber sie zahlen durch eben diese Progression, weil sie in eine höhere Progressionsstufe laufend reinrutschen, zahlen dann einen immer größeren Anteil ihres Einkommens an Einkommensteuer. Und das ist im Prinzip eine laufende Steuererhöhung, ohne dass der Gesetzgeber an den Steuersätzen rumhantiert, sondern einfach als Folge der Inflation, darum nennt man das eine kalte Progression oder eine kalte Steuererhöhung. Okay, das war das eine. Das zweite ist, es gibt im aktuellen Steuerrecht den Effekt, dass jemand
nach einer Gehaltserhöhung tatsächlich weniger raus hat. Wir kennen solche Effekte gelegentlich und das betrifft besonders eine Gruppe. Ja, ich weiß, du spielst auf die 400-Euro-Jobs an. Also für einen 400-Euro-Job lohnt es sich häufig nicht, 500 Euro zu verdienen. Mit 500 Euro kommen weniger raus als 400 Euro. Und also die Formel jetzt ist auf jeden Fall so gestaltet, dass Geringverdiener danach mehr haben in der Tasche als heute 400-Euro-Jobber. Wer weniger hat, sind dann diejenigen, die ein normales Einkommen haben, plus 400-Euro-Job. Also der Missbrauch von 400-Euro-Jobs quasi. 400-Euro-Jobs werden damit überflüssig, wir brauchen sie nicht mehr. Im Geringverdienerbereich machen sie keinen Sinn mehr, weil die Steuerformel günstiger ist als diese Ausnahmeregelung. Und im Gutverdienerbereich zum Missbrauch wollten wir sie nie haben. Gut, aber du sagtest, kalte Progression wird vermieden in dem von dir vorgestellten Modell. Wie funktioniert das? Was Michael dargestellt hat, die kalte Progression kommt insbesondere durch Inflation bzw. Kaufkraftveränderungen und das Existenzminimum ist in dieser Formel enthalten und das korreliert mit der Kaufkraft, die wir haben. Das heißt, wenn das Existenzminimum steigt, dann steigt die Steuerkurve langsamer an. Automatisch. Und dazu muss das Existenzminimum demnach dann regelmäßig neu festgesetzt werden? Exakt, das muss dann neu berechnet werden. Das wird es aber heute auch schon regelmäßig neu angepasst. Ja, also das ist eine Geschichte, die heute schon laufend angepasst wird und an dieser Stelle finde ich das Konzept auch wirklich gut, weil da in dieser Formel dieser Automatismus drin ist. Habe ich vorher in der S-Bahn nochmal überschlagsmäßig nachgerechnet, ob das tatsächlich funktioniert. Ja, es funktioniert. Das ist jetzt etwas, wo ich mal sagen muss, das ist ein netter Ansatz. Was mir nicht so wirklich gut gefällt, ist, wir müssen ja nach wie vor alle Leute veranlagen. Ja, das stimmt. Hast du da eine Idee, wie man das vermeiden kann? Also nein, theoretisch muss man nicht alle veranlagen. Theoretisch kann man sagen, ich bin bereit, den Grenzsteuersatz zu bezahlen. Wenn jemand jetzt eben nicht so hoch versteuert werden will, quasi eine Ermäßigung, eine Reduktion der Flat Tax haben will, dann muss er eine Einkommenssteuererklärung machen. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das wirklich sein muss, dass Menschen, die heute keine Steuern zahlen und mit keiner Steuerzahlung rechnen, ob die wirklich eine Einkommenssteuererklärung abgeben müssen mit dem Konzept. Warum soll alle so wie heute? Die Einkommen haben, müssen im Prinzip da veranlagt werden. So wie heute, ja. Ja, so wie heute. Also in diesem Bereich keine Verbesserung. Wir müssen auch wieder feststellen, zu welchem Steuerpflichtigen gehören welche Kinder oder welche Familienangehörigen, um das in die Freibeträge reinzukriegen. Wo ist denn da eigentlich der Fortschritt? Weil, okay, ein bisschen eine einfachere Formel, aber die Beträge rechnen ja heute eh die Computer aus. Der nächstbesten Webseite kann ich mir das runterrechnen lassen. Das muss ich schon längst nicht mehr selber mit dem Taschenrechner ausrechnen. Welchen faktischen Fortschritt hat eine verbesserte Formel für den Einzelnen? Mir ist nicht ganz klar, worauf du hinaus willst. Also für den Einzelnen würde ich sagen, Geringverdiener haben einen Vorteil, weil sie noch keine Steuern zahlen und auch keine keine Krankenversicherungsbeiträge abzahlen müssen. Sie kommen schneller in den Bereich, in dem sie ein auskömmliches Einkommen haben, weil sie eben so vor sich das Existenzminimum erreicht haben, gar keine Abgaben zahlen müssen. Weder Krankenversicherung noch Steuern. Also Geringverdiener sind ja heute ALG-II-Aufstocker. Genau, und die müssen dann nicht mehr zum Amt gehen. Warum nicht? Also die gar nicht Verdiener, die müssen nach wie vor zum Amt gehen. Für die verändert sich durch das Konzept überhaupt nichts. Ich denke auch, das ist gerechtfertigt, weil die auch eine Betreuungsleistung benötigen, nicht nur eine finanzielle Leistung vom Amt. Geringverdiener
mit einem sehr geringen Einkommen. Es gibt auch noch ein paar Aufstocker, aber Geringverdiener mit einem relativ geringen Einkommen kommen bei einem sehr viel geringeren Gehalt schon eben in den Bereich, dass sie genug Einkommen haben, dann müssen sie nicht mehr arbeitslos Hartz IV beantragen. Ja, vielleicht ein Beispiel, also wenn jemand als Familie ein Sockeleinkommen, eine vierköpfige Familie, ein Sockeleinkommen von 1000 Euro hat, zusammen ungefähr, grob, und 1000 Euro verdient einer als Alleinverdiener, dann sind sie mit 2000 Euro schon dabei. Da müssen sie heute zum Amt gehen. Ja, jetzt die Frage erstens, wo kann man solche Geschichten nachvollziehen? In diesem Antrag sind ja die Parameter relativ unscharf, also teilweise als Bereiche, teilweise gar nicht wirklich hinterlegt. Allein das Existenzminimum könnte man ja sagen, okay, nehmen wir das heutige, können es direkt so einsetzen. Aber die anderen Größen, dieser Grundfreibetrag oder so, ist ja im Antrag nicht festgelegt. Wie will ich denn das nachvollziehen? Also wir reden ja jetzt hier über einen Programmantrag zum Wahlprogramm. Das liest irgendein potenzieller Wähler. Der kennt unsere ganze Diskussion nicht, der kennt auch diese heutige Sendung nicht. Der versucht jetzt da nachzuvollziehen, was passiert. Hat also, da eine Chance? Also ein Stück weit ist das Ganze auch ein Auftrag an die Bundesregierung, die es dann geben wird in der nächsten Legislaturperiode, nämlich das Einkommenssteuersystem so zu gestalten, dass die Grenzabgaben von niedrigen Einkommen geringer sind als die Grenzabgaben von hohen Einkommen. Die Formel ist so gestaltet, dass es damit gewährleistet wird, aber der eigentliche Antrag ist der Auftrag, dass es so gestaltet wird, dass es gewährleistet wird. Heute haben wir die Situation, dass Aufstocker, Hartz-IV-Empfänger von ihrem zusätzlichen Einkommen nur 80%, die Leistung wird um 80% gekürzt. Sie dürfen also 20% behalten. Das fühlt sich an. Polemisch hat man das gelegentlich mal gesagt, wie ein Grenzsteuersatz von 80%, den Hartz-IV-Aufstocker bezahlen. Wobei wir der Korrektheit zahlen müssen, die ersten 100 nicht und dann ab etwa 1000 Euro sind es 90%. Das kann also noch heftiger werden und man darf nicht vergessen, das ist ja vom Nettoverdienst, was gegengerechnet wird. Das sind ja vorher auch gegebenenfalls schon Sozialversicherungsabgaben runtergegangen. Das verschärft es, ja. Das heißt, wir haben, jetzt gehen wir mal nicht auf diese 90, aber wenn es 80% sind, haben wir so einen Transferentzug von in der Größenordnung etwa 84%. Das ist so ziemlich exakt das Doppelte von unserem heutigen Spitzensteuersatz. Und da sagt ja die FDP schon, Leistung muss sich wieder lohnen, der Steuersatz muss runter. ALG-2-Empfänger müssen roundabout das Doppelte erdulden. Genau, also das ist genau der Punkt. Also ein Motivationseffekt für Geringverdiener ist es nicht gerade. Ja, aber haben wir den, wenn wir dort an ALG-2 nichts dran rumdrehen und nur an der Steuerformel? Okay, wenn ein Familienmitglied, wie du gerade gesagt hast, 1000 Euro dazu verdient, kann das ja passieren. Wenn das jetzt zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter ist, die vielleicht doch nebenher einen 400-Euro-Job oder irgendwas in dieser Liga schafft, dann muss sie doch genauso zum Amt und genauso aufstocken. Bei 400 Euro vielleicht schon, bei 600 schon nicht mehr. Und die Motivation ist doch enorm, diese 600 Euro dann zu erreichen und aus eigener Kraft das zu managen. Heute hat sie gar keine Perspektive, da schafft sie es sowieso nicht. Und wenn sie die Perspektive das hat, also für 200 Euro mehr zu verdienen, statt an einem 400-Euro-Job kleben zu bleiben oder vielleicht dann auch 300 oder 400 Euro mehr, und sich dafür die Arbeit sparen, regelmäßig zum Amt zu rennen, dann finde ich das sehr viel würdevoller. Ja, das heißt, fürs Prekariat tun wir mit dieser Geschichte quasi nichts, aber dann ab den Aufstockern wird das dann besser für die Geringverdiener. So ist es. Arbeit soll sich lohnen, auch für Geringverdiener und vor allem für Geringverdiener soll sich Arbeit lohnen.